Ist dieses Game der Grund, sich eine MetaQuest 3 zu kaufen? Ich war für euch in Gotham City und konnte Batman Arkham Shadow vorab testen. Batman Arkham Shadow wurde über 4 Jahre von Camouflage entwickelt und soll genauso wie die MetaQuest 3S nun endlich im Oktober erscheinen. There's a new darkness overtaking Gotham. Camouflage ist ein Studio, das man beispielsweise von Republique und Marvels Iron Man VR kennt. Nach hervorragenden Kritiken dieser Games wagt sich das Studio nun an den nächsten Lizenztitel und setzt die Arkham-Reihe der Batman-Games nach ganzen 8 Jahren Pause fort. Storytechnisch ordnet sich das Game relativ früh ein. Die Handlung spielt ungefähr ein halbes Jahr nach dem ersten Teil der Reihe, Batman Arkham Origins. Wie ihr allein daran merkt, Batman Arkham Shadow ist kein kleiner VR-Ableger der Reihe, sondern ein vollwertiges Game, das sich nahtlos in die Story einfügt. In diesem Teil der Serie bedroht der Red King die Stadt und ihr müsst als dunkler Ritter den Day of Wrath abwenden. When the bat falls, the rats rise. Bei Batman Arkham Shadow handelt es sich um ein reines Virtual Reality Game, ohne die Möglichkeit von Mixed Reality Spielmodi. Im Gespräch mit dem Entwickler wurden schnell die Schwerpunkte des Games klar: Entdecken, ermitteln und kämpfen. In Batman Arkham Shadows werdet ihr durch sehr stringente und gut designte Tutorials geleitet, in denen euch neben der Fortbewegung und ein paar Special Moves wie der Einsatz des Grappling Hooks oder das Schweben mit eurem Umhang auch das Kampfsystem gezeigt wird. Camouflage hat sich für ein rhythmisches Kampfsystem entschieden, das auf Kombos basiert und exklusiv für die Virtual Reality entwickelt wurde. Das bedeutet, dass die Gegner sich nicht durch feste oder viele oder schnelle Schläge besiegen lassen, sondern nur durch die richtigen Schlagkombinationen. Die Steuerung bleibt selbst in stressigen Situationen präzise und man bekommt angezeigt, wie man den nächsten Schlag platzieren muss. Der Kampf ist besonders herausfordernd, erfordert sowohl Schnelligkeit als auch Geschicklichkeit und kann einen schon mal ganz schön ins Schwitzen bringen. Das Trefferfeedback ist super umgesetzt und es macht Spaß, sich mit dieser Kampftechnik durch Horden von Gegnern zu prügeln. Etwas schwieriger wird es, wenn eure Gegner bewaffnet sind. Da ihr als Batman grundsätzlich ohne Distanzwaffen mit Ausnahme des Batarangs kämpft und dadurch im Nachteil seid. Hier habt ihr die Möglichkeit, diese Gegner lautlos auszuschalten und so unentdeckt zu bleiben, indem ihr sie von hinten greift und hin und her schüttelt. Werdet ihr aber doch mal entdeckt, zündet ihr einfach eine Rauchgranate und macht euch im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub, indem ihr weglauft oder euch durch einen Hook in eine erhöhte Position zieht. Hat sich die Situation beruhigt, könnt ihr erneut zuschlagen. Aus meiner Sicht ist auch der Teil des Kampfes gut umgesetzt und das Operieren im Verborgenen bringt einen großen Nervenkitzel mit sich. Eine weitere Form des Kampfes sind die Bosskämpfe. Leider hatte ich in meinem Test nicht die Möglichkeit hierzu, aber ich bin gespannt, wie diese in Zukunft umgesetzt sein werden. Bei den Kämpfen kann es auch mal heftiger zugehen. Aufgrund der Gewaltdarstellung, der Sichtbarkeit von Blut, aber auch obszöner Sprache hat das Game eine Altersfreigabe von USK 18. Apropos Sprache, es wird keine deutsche Sprachfassung geben, aber deutsche Untertitel. Für alle Fans der englischen Sprache wurden prominente Synchronsprecher gecastet, wie zum Beispiel Roger Craig Smith als Batman, Tara Strong als Dr. Harleen Quinzel, Troy Baker als Harvey Dent, Martin Jarvis als Alfred und viele mehr. Ein weiteres Kernelement des Games ist das Ermitteln. Ihr müsst eure Umgebung durch euer Visier analysieren, Leute verhören und Rätsel lösen, um den Red King zu verfolgen. Dabei werdet ihr viele bereits bekannte Batman-Schurken treffen, aber auch neue Widersacher werdet ihr kennenlernen. In dem Game-Abschnitt, der mir zum Testen zur Verfügung stand, war der Ermittlungsanteil allerdings sehr gering und bestand quasi nur daraus, versteckte Schalter oder Wege zu finden, die ihr dadurch entdecken könnt, wenn ihr euren Raum durch euer Visier analysiert. Hier bin ich sehr darauf gespannt, welche weiteren Ermittlungen es gibt und wie diese umgesetzt sein werden.
Das Game verspricht eine storybasierte Kampagne, auf die ich aus Spoilergründen nicht eingehen werde. Das Leveldesign war in meinem Test linear, allerdings habe ich die einzelnen Abschnitte als groß und detailreich empfunden. Daher hatte ich auch Spaß, die Level ausführlich zu erkunden, zumal das auch belohnt wird. Im ganzen Game sind zum Beispiel kleine Figuren des Red Kings versteckt, die ihr als Sidequest finden und zerstören könnt. Was allerdings passiert, wenn man alle Figuren gefunden und zerstört hat, wollte mir der Entwickler nicht verraten. Der Entwickler Camouflage schätzt die Spielzeit von Batman Arkham Shadow auf rund 12 Stunden für die Hauptstory, was sich vom Umfang in die Batman Arkham-Reihe einsortiert, wo die Spielzeit der Hauptstory bei rund 11 bis 16 Stunden liegt. Bei den weiteren Games dieser Serie konnte man die Spielzeit durch Sidequests sogar teilweise auf 57 Stunden ausdehnen. Ob das auch bei Batman Arkham Shadow der Fall ist, hat der Entwickler nicht bekannt gegeben. Auch zum Preis ist bisher nichts bekannt. Dieser soll erst näher zum Release bekannt gegeben oder vielleicht sogar erst festgesetzt werden. Ihr werdet in Batman Arkham Shadows sowohl neue als auch bekannte Orte erkunden. Dabei verspricht Camouflage einen wahren Durchbruch in der Grafikleistung, was den Detailgrad oder auch Lichteffekte angeht, der nur mit einer Meta-Quest 3 möglich ist. Damit wird Batman Arkham Shadow zu einem der ersten Exklusivtitel für die Meta Quest 3, weil die Power des Snapdragon XR2 Gen 2 benötigt wird. Dieser Chip wird voraussichtlich auch beim günstigen Einstiegsheadset der Meta Quest 3S verbaut sein, sodass sehr wahrscheinlich ist, dass das Game auch darauf laufen wird. Zudem ist Batman Arkham Shadow das erste Meta Quest Game, das auf Audio Raytracing setzt, um eine besonders realistische Soundkulisse zu bieten. Sowohl vom Audio-Raytracing als auch der Grafik und den Details bin ich begeistert. Allerdings kommt es Standalone-bedingt zu Anti-Aliasing-Problemen, die einem bei der hohen erzeugten Erwartungshaltung direkt ins Auge springen. Vielleicht wird man hier noch etwas mit Tools wie dem Fast Games Optimizer rausholen können. Alles in allem ist die Grafik für Standalone-VR wirklich ein Augenschmaus und bringt die düstere Arkham-Stimmung optimal zur Geltung. Wer aber eine PC-VR-Qualität erwartet, wird trotzdem nicht ganz zufrieden sein. Die Ausrichtung des Spiels, die Kernelemente des Entdeckens, Kämpfens und Ermittelns sowie Bosskämpfe, ein ausgewogener Mix an neuen und nostalgischen Batman-Elementen sowie cineastische Zwischensequenzen machen Batman Arkham Shadow zu einem besonderen Game. Ich kann es kaum abwarten, das vollständige Game für euch testen zu können und zu schauen, ob sich mein Eindruck im ausführlichen Test bestätigt. Wenn ihr darüber hinaus wissen wollt, welche Games sich für die Meta-Quest noch lohnen, dann schaut euch doch mal das Video hier auf der linken Seite an. Dort stelle ich euch die besten Games für die Meta-Quest-Plattform vor.